Das Wesen, Jahreswesen 2023 nach christlichen Zählung. Das Wesen 2023. Ich sehe ganz große Wellen, also wie so ein sehr, sehr aufgewühltes Meer, wo so enorme Wellen unterwegs sind. Das zeigt sich mir als erstes Bild. Auch Wellen, die was mittransportieren, die eher so dunkel sind. Also dunkel ist übertrieben, aber es ist jetzt nicht dadurch, dass die Wellen den Boden und alles aufwühlen, ist es eher so sandig. Ja, sieht schlammig aus, Algen, also so richtig, es wird so richtig alles umgewühlt, das ist das Bild, es wird so einmal richtig alles umgewühlt. Sturm. Das sind jetzt keine meterhohen Wellen, aber sie sind sehr, sehr bewegt, also ein sehr bewegtes Meer ist, was ich sehe. Und das ist auch, wenn ich sehe jetzt gerade Menschen, die da durchgehen, es ist von der Höhe so, dass man gut stehen kann und auch durchkommt, aber dadurch, dass es so bewegt ist, muss man sich so durchkämpfen. Also ich sehe so Menschen sich so mit Sack und Pack, wollte ich gerade sagen. Sack und Pack. Nee, sich da so durch. Kämpfen, also bis hierhin und dann so mit den Ellbogen voraus, ah, sich so durch diese Wassermassen, die so extrem bewegt sind, sich irgendwie durch arbeiten. Und nach einer Weile, je mehr sich die Menschen da durcharbeiten, wird es mehr ruhiger. Die Sonne scheint. Es ist warm. Ich sehe plötzlich so oranges Licht. Oh, und es fühlt sich so ganz warm und geborgen an. Also für alle, die sich da durchgekämpft haben durch diese Wellen, die kommen in so einer geborgenen, warmen Atmosphäre an. Das Herz ganz weit. Sehr viel Freude. Und sowas ganz Kindliches sehe ich da. Also so eine kindliche Energie. Als ob die Menschen, die sich da durch dieses Wassermassen, durch dieses aufgewühlte, stürmische durchgekämpft haben, als ob die plötzlich wieder wie die Kinder sind. So ganz pur, ganz rein, ganz aufgeräumt, fröhlich, verspielt, eben so völlig im Urvertrauen, also so geborgen, gehalten, so wie wenn Kinder so sehr geliebt und gehalten sind von den Eltern. Ja, ganz viel Liebe spüre ich da. Ganz, ganz viel Liebe. Und alles immer in Orange, interessanterweise. Alles, als ob die Sonne so orange scheint, aber auch die Atmosphäre orange ist, was auch immer das heißt. Und wenn ich dann noch weiter gucke, kommt ganz viel Grün. Und zwar so ein frisches Grün. Nicht so wie im Frühling, sondern so zu Sommerbeginn. Wenn dieses ganz helle Grün vom Frühling durch ist und auch gar nicht mehr so braune Äste oder so, wie das im Frühling oft noch ist, sondern so ein richtig frisches Grün,
sehr fruchtig, sehr saftig, sehr fruchtbar. Und auch da spüre ich wieder ganz viel Liebe. Und dann sehe ich plötzlich wie einen schwarzen Tunnel. Also es ist so, als ob alles, was ich jetzt sage, alle da so durchgehen, ne? Oder ja, alle gehen durch diese Phasen durch. Und jetzt sehe ich eben, wie gesagt, so einen schwarzen Tunnel. Und es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie rundherum gehen kann, auch bei den anderen Sachen. Das ist wie, als ob das Jahr so fließt, ne? Und dieser schwarze Tunnel ist komplett schwarz, man sieht gar nichts. Es hat aber nichts Bedrohliches oder Beängstigendes. Sondern es ist, wie beschreibe ich das, wenn man da drin steht, mitten in diesem Schwarz, ist plötzlich, als ob so ein violett-weißer Lichtaufzug runterkommt, der einen packt und mit nach oben nimmt, was auch immer oben ist. Also als ob das wie ein Bahnhof ist, wo man hingeht und dann kommt so ein heller Aufzug, steigt man rein und geht nach oben. Und dieses Oben das ist alles ein bisschen crazy, ne? Dieses Oben ist so, sehe ich jetzt so alles in Weiß, in den Wolken, als ob da so, ja, wie lauter Meister im Kreis sitzen. Und derjenige, der da hochgeholt wird, sitzt mit in diesem Kreis. Ich frage mich jetzt gerade, wenn da einer nach dem anderen hochgeholt wird, wird dann der Kreis, wird der dann riesig? Ja, der ist irgendwie riesig, aber irgendwie auch nicht. Und ich merke jetzt in diesem Sitzen, in diesem Kreis, wie extrem hier an meinen Schläfen gearbeitet wird. Also an mir stellvertretend für alle, die da scheinbar hochfahren. Was auch immer das heißt. Und am dritten Auge wird gearbeitet. An der Zirbeldrüse wird gearbeitet. Überhaupt am Kopf wird gearbeitet. Es ist ein bisschen, als ob eine Revolution im Kopf stattfindet.
Und auf einmal ist das Sehen ein völlig anderes. Es ist als ob man durch die Dinge hindurch sehen kann, die Energien sehen kann, die alles hat. Ich sehe alles in so ganz weichen, sanften Farben, also so pastellig. Das Meer ist ganz ruhig geworden, ganz glatt, ganz, hat sich ganz beruhigt. So eine Abendstimmung. Und ich spüre wieder eine ganz große Herzöffnung. Also es ist gleichzeitig so eine Herzöffnung und eine Geistöffnung findet gleichzeitig statt. Eine Beruhigung. Und eine enorme Ausdehnung. Die Menschen werden sich ausdehnen, energetisch ausdehnen, sich weit machen im Herz und im Geiste. Und dann sehe ich nochmal so eine dunkle Phase kommen. Diesmal ist es aber nicht irgendwie ein Tunnel oder eine Röhre, in die man reinläuft. Es ist fast, als ob man vor einer dunklen Wand steht. Ah. Es ist wie so ein dunkler Molton-Vorhang, wie die in Theatern oft an den Auftritten sind. So ein dunkler Molton-Vorhang. Und da steht man und wartet, bis der Vorhang geöffnet wird. Und dann tritt man raus und wird bejubelt für das, was man geschafft hat. Richtig bejubelt. Und da sehe ich auch wieder alles in diesem es ist nicht auf einer Bühne, sondern es ist eher, als ob man in einer Gemeinschaft ankommt und diese Gemeinschaft jubelt darüber, dass man endlich angekommen ist, dass man endlich da ist. Also sind schon ganz viele, die da warten und interessanterweise auch wieder alles so in weiß, also eigentlich so dieses klassische New Age-Bild. Alle sind weiß gekleidet, alles in so, so die. Aber es hat nichts, es hat nicht so diese, es hat nicht so eine, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen, muss überlegen, wie ich das formuliere. Es hat jetzt nicht so eine, Jute-Taschen, Atmosphäre, sondern es ist, da ist wirklich was passiert und da sind viele, die warten, dass die anderen durch diesen, also die anderen, die es bis dahin geschafft haben, bis zu diesem dunklen Molton-Vorhang, dass wenn der Vorhang aufgeht und sie rüberkommen in diese
ja, sehr lichte, sehr weite Atmosphäre, dass die von Herzen willkommen sind und bejubelt werden für das, was sie geschafft haben. Es ist fast so ein Bild, wie man sich jetzt in einer naiven Geschichte den Himmel fast schon vorstellen könnte. So wie, was weiß ich, in einem Kindermärchen, dann kommt man in den Himmel und dann ist alles schön und alle sitzen auf Wolken. Ich sehe die jetzt da nicht auf Wolken sitzen, aber es ist so, es hat sowas, ja, fast als ob die Mühsal des Lebens geschafft ist. Ich kann es ganz schwer sagen, weil solche Bilder verbinden wir eigentlich nur mit dem Jenseits. Aber es hat nichts mit Jenseits zu tun, es ist hier. Sehr viel Miteinander, sehr viel herzliche Zugewandtheit. Und das Kommunizieren, das sich Verstehen findet auf einer anderen Ebene statt als bisher. Man begegnet sich und man weiß. Man muss sich nicht erklären, alle wissen. Liebes Wesen 2023, hast du denn noch eine Botschaft für uns? Ich fühle mit dir, sagt das Wesen 2023. Und das Wesen 2023 ist davon, ist durch dieses Mitfühlen mit uns sehr bewegt, sehr berührt. Es ist so, als ob das Wesen 2023 für uns so den Raum hält, für das, was, wo wir durchgehen, wie jemand, der einfach begleitet, wie jemand, der gut begleitet. Und das ist auch für das Wesen 2023 ein Prozess, den Raum zu halten und mitzufühlen. Du bist willkommen, sagt das Wesen 2023 auch noch. Tritt ein in den Raum, den ich für dich öffne. Und fühl dich ganz zu Hause. Ich bin da. Und schön, dass es dich gibt und du auch da bist. Es wird heiß.
sagt das Jahr 2023. Es wird ein heißes Jahr. Ein heißes Jahr, aber das, wenn das Wesen 2023 das sagt, dann ist das was, was man genießen kann. Also ein genussvoll heißes Jahr. Mit sehr viel Herz. Sehr, sehr viel Herz. Das kommt mir ein bisschen so vor, das Wesen 2023, als ob das wie so ein Trainer auch so mitfiebert mit uns. Als ob es wie so, also es hält den Raum für unsere Entwicklung, mischt sich nicht ein, sondern hält nur den Raum, fühlt mit. Und gleichzeitig ist es auch wie so ein Coach, wie so ein Trainer, was so sagt, ja, es ist gut, geh da durch, lass uns das gemeinsam anpacken. Ich bin da, du schaffst es, wir schaffen das. Also so sehr, sehr liebend zugewandt ist dieses Wesen. Weil die Dinge, die passieren, die gehen ja nicht von dem Wesen aus. Das Wesen hält den Raum. Die Dinge, die passieren, passieren. Und was das Wesen 2023 auch noch sagen möchte, ist, es ist immer gut zu tanzen. Vergesst es nicht, es ist immer gut zu tanzen. Bis sich die Balken biegen. Bis sich die Balken biegen. Tanzen, tanzen, tanzen. Sehr wichtig. Und was es uns auch mitgibt, nicht gegen die Welle ankommen, die Welle auf der Welle surfen. Nicht gegen die Welle angehen, also nicht sich sozusagen gegen die Welle stellen, gegen den Sturm stellen, der da scheinbar am Anfang des Wesens 2023 tobt, sondern den Schwung der Welle ausnutzen, die Welle surfen. Also, wie soll ich sagen? Man kann bei Wasser dagegen gehen oder man geht mit. Aber jetzt nicht mit im Sinne von mitschwimmen oder alle schwimmen im gleichen Strom, sondern die Energie der Welle ausnutzen, um drauf zu surfen. Also, das ist was anderes als mitschwimmen. Die Kraft, die da ist, nutzen und nicht dagegen gehen. Aber das, wie soll ich sagen, es wird trotzdem natürlich diejenigen geben, die am Kämpfen sind und gucken, dass denen das Wasser bis da steht und die da irgendwie durch müssen. Und es wird diejenigen geben, die die Welle zu nutzen wissen. Das ist ja klar, es gibt immer beides. Und das eine ist auch nicht schlechter als das andere. Es ist eben der jeweilige individuelle Prozess, der durchgegangen werden will. Aber es ist scheinbar auch Teil der Lernaufgabe im Jahr 2023, zu verstehen, wenn man sich durchkämpft, dass man auch auf der Welle surfen kann. Das ist wie ein Bewusstwerdungsprozess. Während man da drin steht und sich abmüht, sich zu entscheiden, es geht auch anders. Ich muss mich nicht abmühen, es geht auch anders.
Und diese Freude darüber, wenn man das schafft, ne, ist wie nochmal ein anderes Bild von dem, was ich vorhin gesagt habe, von wenn man es dann geschafft hat, plötzlich die Welle zu surfen, das ist eine andere, plötzlich ist man in einer anderen Qualität, in einer anderen Schwingung vielleicht auch, in einer anderen Frequenz. Das ist eine andere, es ist ein anderes Selbstverständnis und eine ganz andere Haltung zum Leben, die dadurch entsteht, wenn man das macht. Wenn man das lernt zu machen, ne? Sowas kann man nicht von heute auf morgen, aber es ist eine Entscheidung, dahin zu gucken und nicht mehr auf das, was einen hindert sozusagen. Ich habe gerade gefragt, ob es noch was gibt, was das Wesen 2023 uns sagen möchte. Und es sagt, wenn ihr irgendwie könnt, nehmt Anlauf und springt rein. Also wie wenn man oben am 10-Meter-Brett steht und so denkt, oh Gott, je länger man nach unten guckt, desto weniger kommt man voran und erstarrt dann irgendwann in seiner Angst. Und das Wesen 2023 sagt, am besten gar nicht lange hingucken, loslaufen und einfach springen. Dann kriegt man diesen Schwung schon mit, dann kriegt man schon diese Energie mit. Und dann fängt das Jahr schon gleich ganz anders an, sagt es. Das ist wie so, was ich da drin spüre, wie so eine Abenteuerlust. Ist das Abenteuerlust oder ist das auch eine Entscheidung weg von diesem Sicherheit hin zum Risiko? Also nicht festkleben an irgendwas, sondern nach vorne gehen, loslegen, nicht mehr warten, gehen. Nicht erstarren dort, wo man ist, sondern loslegen. Und durch dieses Überwinden von so einer Scheu oder einer Angst entsteht auch wieder ganz viel Energie und sehr viel freudvolle Energie. Also dieses Warten führt immer zu Erstarrung und zu Angst und zu Zögern und dann zu den anderen gucken, die schon runtergesprungen sind und wieso schaffen die das und ich nicht. Und wenn man einfach Anlauf nimmt und springt, einfach mal den Kopf mal ausschaltet, Anlauf nehmen, springen und einfach runter, dann entsteht auch dadurch, dass man das geschafft hat oder dass man sich überwunden hat, enorm viel Energie. Und aus dieser Energie heraus fängt man alles von Anfang an gleich anders an. Und ich habe auch das Gefühl, das hat gar nichts damit zu tun, Anfang des Jahres, Ende des Jahres, sondern das ist wie so die Grundqualität des ganzen Jahres. Also man kann sich da jederzeit dazu entscheiden. Ne? Es kann sein, dass man irgendwie am Anfang des Jahres rumsteht und nach unten guckt und sich nicht traut. Und irgendwann hat man die Faxen dicke, geht nach hinten und rennt los und springt rein. Das ist was, dieser Prozess findet das ganze Jahr statt. Also ich sehe gerade nicht so, dass es am Anfang ist es so und am Ende ist es so, auch wenn ich das am Anfang so linear erzählt habe, sondern das ist wie der Prozess, durch den wir durchlaufen in diesem Jahr. Aber das kann man nicht festmachen an, da ist es so, da ist es so, da müssen wir dann mit den Monatswesen nochmal gucken. Aber das ist wie so die Grundenergie vom Jahr 2023. Jetzt sehe ich gerade noch wie so einen Strahlenkranz über dem Kopf, so grün. Und das ist aber eigentlich ein bisschen wie so eine, wie was so Häuptlinge haben von indigenen Völkern. Und ich sehe wie so ein Ältestenrat von Indigenen, die zusammensitzen
Und die bringen durch ihre Energie enorm was in Bewegung. Also was auch immer die machen, da kommt enorm was in Bewegung. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass die alle an einem Ort sitzen, sondern als ob die indigenen Völker sich weltweit energetisch verbinden. Vielleicht telepathisch. Und das schafft eine enorme Kraft. Aber auch da sehe ich, dass es da Kräfte gibt, die am Alten festhalten wollen. Und auch da ist es wichtig, wie in Bewegung zu kommen, in transformative Bewegung. Also egal, welche Bilder sich mir zeigen, es ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht um eine sehr, sehr große Transformationskraft und Bewegung, die eben mühsam sein kann, wenn man am Alten festhält und irgendwie versucht, da drin weiterzukommen, auch wenn einem das Wasser schon bis hierhin steht. Und die enorm an Fahrt gewinnt und Kraft aufbaut in dem Moment, wo man sich entscheidet, einfach neu zu werden, was Neues anzufangen, sich neu zu definieren. Ja, nicht mehr im Alten zu kleben, sondern einfach zu transformieren. Klingt jetzt alles so einfach, ne? Das ist es natürlich nicht, aber wobei, es ist einfach, sagt mir das Wesen 23 gerade, in dem Moment, wo man darüber nicht nachdenkt, sondern wo man einfach losgeht. Wo man nicht mehr darüber nachdenkt, steige ich jetzt auf den Berg hoch, sondern einfach hochsteigt. Wo man nicht mehr darüber nachdenkt, schwimme ich jetzt durch den See, einfach losschwimmt. Nicht mehr nachdenkt, wechsle ich jetzt meinen Job, den Job einfach wechselt. Nicht mehr nachdenkt, ziehe ich jetzt um, einfach umzieht. Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Dem Denken nicht so viel Raum geben. Das Denken ist dann gut, wenn es einem dann beim Umziehen hilft, dass man das alles geplant kriegt, wie man dann das alles macht. Aber bei der Entscheidung, umziehen oder nicht, Jobwechsel oder nicht, nicht den Kopf fragen. Und das Herz ist auch so weit, ist so offen 2023, dass das kein Problem ist, das Herz zu fragen. Jetzt merke ich richtig, wie mein Kopf so ein bisschen beleidigt ist. Weil der auch immer gerne alles so entscheiden möchte. Ist der richtig beleidigt? Und jetzt kommt das Wesen 2023 und tröstet den Kopf ein bisschen. Und sagt, du durftest jetzt so lange, jetzt darf mal wieder jemand anderer. Jetzt ist gut. Jetzt hast du ganz, ganz lange immer die erste Geige gespielt. Jetzt darf mal jemand anderer. Bist ja noch ein bisschen traurig. Aber irgendwie sieht das auch ein, dass das so nicht, dass er eigentlich schon länger dran war, als er hätte dran sein dürfen. Nach den Weltenkosmos-Spielregeln. Er sieht es irgendwie ein. Aber ist trotzdem ein bisschen traurig darüber. Darf er ja auch sein. So, gibt es noch irgendwas, was wichtig ist, liebes Wesen 2023? Das Wesen 2023 verneigt sich vor unserer Größe.
und für unseren Mut, dass wir da durchgehen. Danke, liebes Wesen, 2023.